Gab's was Außergewöhnliches? Oh, sehe ich deine Träne? Tut es zu sehr weh? Wir reden später drüber. Was ist mit Benny Boy? Ich wette, du warst geschockt, ihn zu sehen, oder? Ich hatte gehofft, er würde dich wie ein Stück Papier zusammenfalten und ich könnte wie verrückt Briefmarken aufstempeln. Aber man kann nicht alles haben. Was hat er hier gemacht? Oh, Fragen, Fragen, nichts als Fragen. Für Selbstmorde auf Arkham Island. Ja, ich weiß. Ich habe mal einen unglücklichen Insassen davor bewahrt, auf die Felsen unter ihm zu springen. Ich habe einen Höhleneingang gefunden und über die Jahre einen Haufen Vorräte dahin geschafft. Es ist ein Zuhause fern von zu Hause. Meine Reise dauerte über einen Monat. Da ich Seminare in Keystone und Metropolis belegte, kam ich mit vielen neuen Ideen in Berührung. Ich startete gut gelaunt in den Tag und als ich nach Hause fuhr, wollte ich meine Frau und die Kinder sehen. Ich beendete ihn in ihrem Blut liegend, während Fragmente meines Lebens durch tropfende rote Finger rannen.
Los. Dr. Young betreute ein Projekt. Ein großes Projekt, das finanziell gefördert wurde. Hier sind Ihre letzten Aufzeichnungen. Ich werde nicht schlau draus. Was bedeuten Sie? Sieht aus, als hätte sie mit den Arkham-Patienten Experimente durchgeführt. Diese neue Chemikalie ähnelt der Original-Venom-Verbindung nur entfernt. Es gibt Veränderungen, die die Wirkung der Droge verstärken. Diverse Hinweise auf eine Titanformel. Schon eine kleine Menge könnte eine Venom-ähnliche Verwandlung im Wirt auslösen, die den Bedarf nach den Vorratsbehältern, die Bane braucht, überflüssig macht. Warte, die Aufzeichnungen sind nicht vollständig. Die Formel fehlt. Das muss das Geheimnis sein, das Dr. Young versteckt. Wenn Joker sie in die Finger kriegt, wird er eine Armee von Tausenden Banes erschaffen. Mein Gott, ist Joker verrückt genug, das zu tun? Was sag ich da? Du musst ihn aufhalten. Ich folge ihr. Sie ist mit Cash in Richtung Villa gegangen. Ich gehe durch die Katakomben nach oben. Zur Arbeit. Aber ich konnte die Bilder nicht aus dem Gedächtnis verbannen. Ich hätte Abscheu empfinden müssen. Aber ich war mehr denn je begierig zu erfahren, warum jemand so etwas tun würde. Hey, so meinte ich. Kritik kann ich abnehmen, ich meine. Ich bin nicht perfekt. Naja, wenn man darüber nachdenkt, bin ich ziemlich nah dran, perfekt zu sein. Wo war ich nochmal? Ach ja, Kritik von einem Wurm wie dir. Einem Wurm, der nur frei herumkrabbelt, weil ich seine Zelle geöffnet habe, werde ich auf keinen Fall tolerieren. Tut mir leid, Boss. Ich meinte es nicht so. Bitte! Ja, weil ich sehe, wie sehr es dir leid tut, dass ich jemanden bei dir vorbeifahre, der deiner Frau nur beide Beine bricht. Aber Joker! Hast du ein Problem mit meiner großzügigen Art? Nein, ich glaube nicht. Danke. Vergessen wir es. Betrachten wir die Angelegenheit als erledigt. Hab ich dir schon nichts erzählt, wo ein Mann nach Hause kommt und seine Frau querschnittsgelähmt ist? Ich werde dich lehren, mich so abzuservieren. Du heule, dein kleiner Wurm! Wieso sind wir die, die versuchen, sie zu öffnen? Herr Schier! Ha! Mach's nochmal! Lass mir den verletzen.